Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part, Path of Fire. Und ja, wir haben die letzte Folge erfahren, dass Aureen einen Bruder hat. Was? Wer muss wen verhaften? Da ist ein Präriehund auf jeden Fall. Da ist ein Kitty Cat. Auf jeden Fall. Wie heißt der Drache? Moment, vielleicht finde ich Vlad? Irgendwie sowas. Das ist auch ein Kristalldrache. Und das ist Balthasars aktuelles Ziel. Ja, wir sind jetzt hier und sollen mit Hauptmann Rahim sprechen. Hauptmann, ich bin froh, dass ich euch erwischt habe. Hi, Kommandeur. Anscheinend habt ihr Salambours Casino dieses Vipernest überlebt. Salambur konnte sich nach einigen Zögern dazu durchringen, mir zu helfen. Er informierte mich darüber, dass die Geschmiedeten in der Region Lager aufgeschlagen haben. Mein Team kundschaftet das Hauptlager aus, aber ich muss auch wissen, wo sich die ganzen kleineren Außenposten befinden. Jenseits der Stadtmauern gibt es zwei Außenposten der Geschmiedeten. Sie stehen dem Hauptlager in erster Linie mit Verstärkung und taktischer Unterstützung bei. Es dürfte sinnvoll sein, sie sich zuerst vorzunehmen und danach das Hauptlager anzugreifen. Man sollte die Kavallerie töten, bevor sie zur Rettung blasen kann. Vielleicht wird unsere Stadt dann nicht mehr so häufig überfallen. Den einen Außenposten findet ihr im Norden und den anderen im Osten. Ich habe meine Kavaliere davor stationiert. Von ihnen erfahrt ihr, was euch im Innern erwartet. Dann können wir ja weitergehen. So, ich musste eben nur gerade mal mein Headset an Strom anschließen. Wir haben hier hinten ein Sternchen und hier. Wir sind hier jetzt näher. Ich würde sagen, wir watscheln als erstes hier zu dem Stern. Wo kamen wir rein? Hier kamen wir rein, genau. Sagt Bescheid, wenn ich euch helfen soll, euch hier zurechtzufinden. Da vorne haben wir noch eine Sehenswürdigkeit. Sehr gut. Ist nicht wunderschön und bei Nacht, finde ich, sieht es noch schöner aus. Da kommt das Ganze so gut zur Geltung. Ich finde es Wahnsinn. So, wir haben es fast. Nein. So, einmal da vorne hin und dann hätten wir es, glaube ich, schon erreicht. Da vorne ist was. Kavalier. Hallo. Hier drüben. Okay. Hauptmann Rahim sagte, ihr könntet mir helfen. Hat sich Balthasar schon einmal in diesem Lager sehen lassen? Wenn Balthasar je in diesem Lager gewesen wäre, würdet ihr jetzt mit einem leeren Zelt reden. Ich bin nur hier, um zu beobachten und Meldung zu machen. Mhm. Ich hoffe darauf, Hinweise auf Balthasars Pläne zu finden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch hier weiter im Schatten herumdrücken. Danke für euer Verständnis. Schon mehrmals haben Kuriere Berichte abgeliefert. Vielleicht enthalten sie Informationen zu Balthasars Kriegsplänen. Ich hätte Ridlock zu diesem Lager schicken sollen. Das hätte mir den Aufwand erspart. Okay, sammelt Informationen über die Geschmiedeten im östlichen Lager. Okay. jo. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen kämpfen. Wo sind diese Informationen? Das war ein Knaller. Haben wir die drei? Okay, die haben wir schon mal. Okay. Können wir hier rein? Hier ist nichts. Okay. Ach, du liebe Neune. Oh mein Gott. Kann ich den von da oben kaputt machen? Komme ich hier hoch? Ja, komm ich. Ha, cool. Okay, den haben wir. Hier brennt's. Aufgeladen. Wir haben da unten jemanden und da rechts. Bisschen spät, oder? Was ist das? Moment, ich muss den erst kaputt machen. Wow, mein Gott. Aha. Okay, jetzt können wir untersuchen. Untersucht die Pläne. Okay, wir haben schon was gefunden. Nice. Okay, 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 okay. Das sieht interessant aus. Schrotthaufen. Kein Glück. Aber ich gebe nicht auf.
Die rennen wieder weg. Okay, das ist sehr gut. Ah, da ist jemand drinnen. Nice. Sehr cool. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Dass ich nicht alleine hier durch die Gegend wuseln muss. Das sieht interessant aus. Wo bin ich denn jetzt hingegangen? Oh mein Gott. Okay, wir haben hier einen Metallamboss. Bringt nichts. Eine Metallkiste. Kein Glück. Aber ich gebe nicht auf. Okay. Das sieht interessant aus. Da sieht was Gutes aus. Okay, das hat auch wieder funktioniert. Es fehlt uns noch ein kleines Stück. Aha. Hier. Da. Keine Spur von Balthasar oder seiner Heroldin. Ja. Und kein Hinweis, weshalb er Vlast jagt. Aber wenigstens weiß ich jetzt etwas mehr über die Geschmiedeten. Vielleicht habe ich in dem anderen Außenposten mehr Glück. Okay, andere Außenposten. Dann wollen wir mal. Schaut es euch an, ist das nicht wunderschön? So richtig wüstig, mal was ganz anderes, was wir sonst immer sehen. Ich finde es mega cool. Da haben wir auch so Sandhaie. Und wir haben so Treibsandstellen, wie in der Trockenkuppe. Und ich glaube, in der Silberwüste hatten wir sowas auch. Da darf man nicht rein, da kann man mit dem Rochen zwar durch. Okay, müssen wir mal hier... Ah ne, das ist falsche Lager. Auch gut. Das ist falsche Lager, oh nein. Aber ich vermute, dass wir da rein müssen, sobald wir hier mit dem Kavalierin gesprochen haben. Hallo. Fremde. Seid vorsichtig, falls ihr in Richtung Norden aufbrecht. Die Geschmiedeten aufgeladen. Haben ihr Lager dort vorne mit Artillerie bestückt. Der Casino-Besitzer in Amnun sagte mir, der Kriegsgott Balthasar riefe seine Truppen in diesen Lagern zusammen. Ah, Salambur. Mhm. Hier in der Gegend habe ich Balthasar noch nicht gesehen, aber die Geschmiedeten alleine sind schon eine Plage für sich. Insbesondere mit den Kanonen und all dem Zeug. Nun, ich kann die Geschmiedeten und ihre Kanonen außer Gefecht setzen. Vielleicht könntet ihr einige stehen lassen. Ich bin wirklich auf diesen Posten angewiesen. Okay, dann machen wir das. Sabotiert Kanonenstellungen mit Sprengstoff. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns erst das Panorämchen gerade einmal an. Was ist das? Gebleichte Knochengedöns, okay. What? Choyas! Oh mein Gott! Beinahe. Jo, was war das jetzt? So, Panorama. Das, was wir eigentlich wollten, bevor die Choyas kamen. So, und jetzt können wir in das Lager, wo wir eben schon angefangen haben. Ich hoffe, nein, die sind alle schon wieder hierher gekommen. Och Mann. Also noch einmal. Geschmiedete Munition. Okay, das hat scheinbar funktioniert. Das ist doch sehr gut.
Wir haben hier nochmal Munition. Wir haben hier eine... Die zweite haben wir zum Explodieren gebracht. Da haben wir auch noch eine. Gehen wir einfach Stück für Stück rum. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt können wir hier oben unser Glück versuchen. Okay, haben wir geschafft? Ja, hey. Sie sagte, wir sollen nicht alle kaputt machen. Okay. Ups, habe ich jetzt... Das hat jetzt gezählt. Zack. Und da vorne haben wir die Kanone, genau. So, ich glaube, dann haben wir's. Oder? Zwei Lager und immer noch keine Spur von Balthasar. Nicht? Wenigstens schade. Brauchen wir uns jetzt keine Sorgen mehr zu machen, dass unsere Flanke im Hauptlager ungedeckt ist. Hoffentlich hatten Ridlock und Kanach mehr Glück bei ihrer Erkundung. Okay. Gucken wir mal, ob die beiden das geschafft haben. Oh, da ist der Heldenpunkt. Machen wir schnell mit. Wenn wir jetzt schon hier sind. Sehr cool. Cool, cool, cool. Haben wir den Heldenpunkt sogar schon. Nice. Einer weniger später. Genau, wir kriegen hier wieder Heldenpunkte und zwar 10 auf einmal, glaube ich. Genau. Ich hatte 151, bin jetzt bei 101. Das heißt, man kriegt 10 Stück auf einmal, heißt gerade... Ja, was? Hallo? Du musst mich nicht attackieren. Ich habe nichts gemacht. Du Hydra. Okay, mal gucken, wo wir jetzt hinfliegen dürfen. Sieht nach ein bisschen Weg aus. So. Ah, wir haben es bald. Okay, also es ist nicht mehr so weit entfernt. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht so cool? Also ich finde diese Karte so, so schön. Gerade bei Nacht. Fantastisch. Atemberaubend. So, wir müssen weiter hier in die Richtung. Wir haben hier aber eine Sehenswürdigkeit. Die holen wir uns hier einmal. Und das Panorama, wenn wir jetzt schon hier sind. Genau, da ist es. So. Ja, und jetzt werde ich angegriffen. Was sonst? Was sonst? Und tschüss. Weiter geht's zu Ridlock und Kanach. Mal gucken, ob die was rausgekriegt haben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter nach links. Aber wir haben hier einen Punkt. Sehr gut. Und da unten ist auch ein Punkt. Den holen wir uns auch direkt. Wenn wir jetzt schon hier so vorbeifliegen, können wir uns die einmal holen. So, aber das geht hier in die Richtung so weiter. Wir hatten da mich jetzt angekotzt. Nicht nett, Freunde. Hier sind Miesmuscheln und hier haben wir... Oh. Oh. Okay, ich hoffe, wir müssen da nicht rein. Nacht der Feuer. Okay. Hallo ihr zwei, wie geht's? Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich war es langsam leid, ihm zuzuhören, wie er über das Wetter meckert. Was? Ich habe nur darauf hingewiesen, dass dieses Wüstenklima für einige von uns nicht so angenehm ist. Ich glaube, er wird welk.
Was konntet ihr über Balthasars Lager in Erfahrung bringen? Es soll das Hauptlager der Geschmiedeten hier in der Gegend sein. Oh. Mit extrem starker Besatzung. Dann schlage ich vor, wir stürmen es und schalten sie aus, bevor sie wissen, was los ist. Können wir nicht uns auch unsichtbar machen? Oder, mein Vorschlag, wir könnten angesichts ihrer überwältigenden Überzahl auch subtil vorgehen. Ja. Und immer nur ein paar auf einmal ausschalten. Das finde ich gut. Sorry, Ridlock. Aber wir sind nur zu dritt. Wir gehen einen Gott besuchen. Schon geil. Okay, ich würde infizier das geschmiedeten Dingslager. Ich würde Stück für Stück. Wir könnten auch über die Himmelsschuppe. Ah. Leute, kommt. Los jetzt. Aufgeladen. Aufgeladen. Das Tor ist frei. Zeit zum Eintreten. Und ja. Nicht nur das Tor. Sie werden drinnen wohl Wachen postiert haben. Yep. Ich empfehle, das Tor leise aufzuhebeln, um nicht bemerkt zu werden. In Ordnung, Kanach. Geht voran. Wir geben euch Deckung. Ja. Mach mal. Deine Idee. Mach mal. Aber die stehen schon alle da. Ich sehe sie so schon durch die Dings. Direkt Begrüßungskomitee. Das Tor ist offen. Ah, es geht. Ich hätte mir jetzt ein paar mehr vorgestellt. Okay, hello. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Da ist jemand. Ach, wieder ein Ort. Wir wurden entdeckt. Wandern. Wenn dieser Wachposten den Alarm auslösen gerade kann, werden wir überrannt. Erwischt den Wachposten. Besiegt jeden Gegner den in dem Geschmiedenlager, abgesehen von Verstärkungen. Okay. Was sind Verstärkungen, die dann kommen, oder wie? Ist das jetzt richtig gecheckt? Da ist noch nichts. Es gibt kein Entrinnen. Erst Verteidigung, die Wut ist. Jo, der hat mich einfach hergezogen. Der hat mich einfach hergezogen, der Verrückte. Ja, klar. Ja, komm mal hier rüber. Los. Komm. Erst Verteidigung, dann Angriff. Fresst Schmerz. Einmal den setzen. Ja, Leute, mein Leben. Was soll denn das? Ja, klar. Nehmt das, ihr Verrückten. Nehmt das, ihr Verrückten. Nehmt das. Wo willst du hin? Warum bist du hier hinten? So schnell kann ich gar meine Testelchen drücken, wie die einen kaputt machen. Aufgeladen. Da ist schon wieder so ein Vieh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Schnell, schnell, Leute. Kloppt alles drauf, was ihr habt. Okay. Haben wir es geschafft? Schnell. Ja. Okay, wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Okay. Hier ist nichts. Wir müssen hier lang, würde ich jetzt vermuten. Ne? Erledigt den Wachposten, sonst bekommen wir es mit dem ganzen Lager zu tun. Geh! Aufgeladen. Gerade noch rechtzeitig erwischt den okay. Wachposten. Huh! Ich komme ein bisschen ins Schwitzen. Okay, den haben wir. Ah, der wäre danach da oben gerannt. Okay, aber bis der ja da wäre, wäre ja trotzdem eine Ewigkeit. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir hier lang? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, wir müssen aber hier lang. Nicht das Bein. Nicht das, lieber das andere. Oh, da hinten ist noch einer. Okay, 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 okay. Oh,
Oh Gott, okay, das sind doch einige. Okay, Moment, wir brauchen erst ein bisschen Unterstützung. Aufgeladen. Ich würde sagen, wir holen uns als erstes den. Das ist nämlich so ein Rumpffliegevieh. Klar hier draußen, aber kein Balthasar. Und okay. Kein Hinweis, was sich hinter diesem Tor befindet. Okay, das Tor. Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Tor eintreten, dann eintreten, dann Köpfe eintreten. Das ist Ridlock. Nicht einfach mal ein Gefecht führen. Ja, ja, das kennt Ridlock nur nicht so, wie wir es kennen vielleicht. Okay, oh Gott, oh Gott. Da sind wieder welche. Was? Deine Arbeit? Welche? Seid ihr nichts? Das war ein Knaller. Mach, gib mir recht. Okay, den haben wir auch. Ein Offizier weniger. Ja. Das ist das Hauptlager. Da sind sicher noch mehr Offiziere drin. Schnappen wir sie uns. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Aber nur so ein bisschen. Vielleicht sogar den sogenannten Gott zu Gesicht. Glaube ich nicht. Das wäre zu einfach. Wenn er nicht hier ist, sollten wir ihm eine Botschaft übermitteln. Lasst keinen Offizier der Geschmiedeten am Leben. Schnell und hart. Ja, hört auf die Pflanze. Hört auf die Pflanze. Hört auf die Pflanze. Ich glaub's nicht, dass er das gesagt hat. Ich glaub's ja nicht, dass er das gesagt hat. Okay, ich würde sagen, wir gehen als erstes den an. Erledigt den Wachposten, sonst bekommen wir es mit dem ganzen Lager zu tun. In Ordnung. Okay. Wachposten erledigt. Ey! Schubs mich doch. Ja, genau. Haben wir da alle? Ja, okay. Der ist da hinten. Können wir uns den so vorbeidüseln? Geht das? Okay, den haben wir. Da ist einer. Und da. Vielleicht gehen wir doch erst rechts. Lieber rechts, würde ich sagen. Flamme, erledigt den Wachposten, sonst bekommen wir es mit dem ganzen Lager zu tun. Okay, Moment. Wow. Ja, das werden wir nicht hinkriegen. Scheiße! Nein! Bleib hier! Bleib hier! Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Haben wir's? Oh! Puh, okay. Mein Herz! Mein Herz! Ja, Junge! Wow. Überflutet. Okay, den haben wir. Ja. Erst Verteidigung, dann Angriff. Wir haben den Posten aufgehalten. Nice, nice, nice. Dann machen wir jetzt Stück für Stück die Plattform einfach frei, würde ich sagen. Okay. Da vorne haben wir noch drei. Okay, das haben wir auch. Okay. Oh, da vorne sind jetzt neue gekommen. Okay, den dritten haben wir auch schon. Kurz mal verschnaufen. Seltsame brennende Schriftrolle.
Okay, der ist da hinten. Der Fuzzi, jetzt hat der uns entdeckt. Mach den kaputt. Los, los, los. Ah, was klick. Was ist das für ein Ding? Da was? In der Mitte. Wo? Wo? Oh nein. Was ist das? Oh nein. Geschmiedete. Besiegt jeden Gegner in der geschmiedeten Lage, abgesehen von Verstärkung. Oh mein Gott. Aufgeladen. Oh mein Gott. wo rennt der hin, der Fuzzi da oben? Kann der irgendwas Spezielles füllen? Können wir den mit Sprengstoff abschießen? Ja, der viert. Stein und Bein. Haben wir hier irgendwo Dings? Flammen. Machen wir die auch kaputt, dass die uns nicht von hinten angreifen können? Stein und Bein. Ja, ins Feuer, genau, genau, ins Feuer, Junge, bist du des Wahnsinns. Er geht ins Feuer. Nee, nicht hinterher, bist du wahnsinnig. Geht er ins Feuer? Okay. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Renn. Renn. Ja, toll. Aber hey, das hat, glaube ich, was gebracht. Wo ist denn der Rest des Sprengstoffs? Da hinten. Da ist noch Sprengstoff. Ah! Ja, Junge, willst du mich verarschen? Und bumm! Oder auch nicht? Nee. Komm, 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 komm. Dankeschön. Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Was ein Glück. Zinsen werden immer größer und biestiger. Da habe ich aber schon Junge der Eisenlegion gesehen, die biestiger waren. Das könnt ihr ihm gerne selbst sagen, Tribun, aber dazu müssen wir ihn erstmal finden. Das Lager ist geräumt, aber keine Spur von Balthasar oder seiner Heroldin. Dieser sogenannte Gott des Krieges kann offenbar besser abhauen als kämpfen. Das war doch bisher nichts Neues. Obacht. Die Friedhöfe sind voll von Soldaten, die ihre Gegner unterschätzt haben. Ja, das wir stimmt. Wir sollten uns mit Kashmir treffen und überlegen, wie wir weiter vorgehen. Kormirs Tempel ist gleich hier auf dem Hügel. Okay, dann besuchen wir jetzt noch Cass in dem Part. Da lang, oder? Ja, da. Und ja, ich bin mal gespannt, was Cass jetzt noch so zu uns sagt. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Und um die Ecke. Ist das nicht wunderschön? Schaut euch den Himmel mal an. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich kann leider... Ich war noch nie in einem Tempel. Schaut euch das an, wie schön das aussieht. Das allein der schon. Himmel. Boah, bloß nicht auf den da Boden. Vollmond. Pustet keine Kerzen aus und lasst euch kein Pamphlet in die Hand drücken. Was? Ich hab's leider Vertraut nicht aktiv mir. Mitgekriegt. Wir müssen das. Jetzt hier lang. Oder? Ja. Cass, wo bist du? Hallo? Cass? Geht's dir gut? Wo ist Cass? Aufgeladen. Wo ist sie?
Ah, da. Ich bitte dich, führe mich durch diese schwere... Oh, ich habe euch nicht reinkommen sehen. Tut mir leid, Cass. Ich wollte eure Gebete nicht unterbrechen. Schon gut, sie wird das verstehen. Ich traue mich kaum zu fragen, aber was ist im Lager der Geschmiedeten passiert? Keine Spur von Balthasar oder seiner Heroldin. Ich hatte gehofft, ihr würdet uns vielleicht nach Amnun begleiten, um mit Ratsoberhaupt Iman zu reden. Kommandeur, ich bedauere die Störung, aber ich muss mit euch reden. Wer seid ihr? Und woher wisst ihr, wer ich bin? Fremde, ich kenne mehr von euch als nur euren Rang. Aber bitte, wir sollten uns einen vertraulicheren Ort zum Reden suchen. Okay. Ja, wo rennst du denn hin? Okay. Wir vertrauen dir jetzt einfach mal und rennen dir hinterher. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt den letzten Punkt bekommen haben oder ob ich den schon hatte und der immer wieder nur optional rauskommt. Das kann natürlich sein. Ich bin Kito. Kito. Und ich glaube, ich kann euch helfen. Dann erzähl mal. Ihr sucht nach Vlas, dem Kristalldrachen, ja, der von Balthasar gejagt wird, richtig? Ja. Woher wisst ihr, wonach ich suche? Der Orden der Schatten hat seine Augen und Ohren überall in der Kristallwüste. Und eure Anwesenheit hier war nicht gerade unauffällig. Orden der Schatten? Ich kenne den Orden der Gerüchte. Dieser Ursprung ist derselbe. Mhm. Aber tiefgehende Meinungsverschiedenheiten über unsere Ziele und Methoden haben den ursprünglichen Orden zerrissen. Okay. Ja. Wer ist das? So wie ich erfahren habe, habt ihr unser Lager besucht. Ah, die Heroldin. Boah, die ist ganz schön knackig, ey. Die hält gut was aus. Erst Verteidigung, dann Angriff. Die noch alle zuhören. Dieses ja. Ding nimmt Zivilisten ins Visier. Wir Was? Müssen diese Leute beschützen. Wieso okay. verschwendet ihr eure Energie darauf, gegen einen Gott zu kämpfen? Schließt euch ihm lieber an und kämpft mit ihm gegen Hier die drüben. Drachen. Macht gibt mir recht. Die oh mein Gott. Okay, schnell, 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 schnell. Hier drüben! Kommt schnell zu mir! Schnell! Mitkommen! Mitkommen! Mitkommen, mitkommen, mitkommen! Sehr gut. Stellt euch da zusammen hin. Jetzt muss ich zu meinen Leuten wieder. Aufgeladen! Leiden sollt ihr! Boah, die macht die Fackel hier einen beinahe ab. Gleich. Geh weg. Geh weg von den Flüchtlingen. Hier drüben. Los. Ja, wo rennt die hin? Vor allem, warum ist die aber immer so schnell? Scheiße, da sind noch welche. Oh, wieso ist die so schnell? Kommt ich zu mir! Werde nicht zulassen, dass ihr sie berührt. Los, schnell zu mir! Hinter mir her! Kommt! Los! Hier zu den anderen! Immer schön mit! Kommt zu mir! Genau! Alle hierher! Haben wir noch irgendwo welche? Lass meine Freunde in Ruhe, du blöde Kuh! Wo rennt sie hin? Wo rennt sie hin? Wo rennt die so schnell hin? Das gibt's nicht. Leute, ihr kümmert euch um die. Ich gehe mit den Flüchtigen woanders hin. Hier drüben! Kommt zu mir, los. Alle hinter mir her. Passt auf! Hier entlang, schnell! Lasst sie nicht entkommen! Wartet! Wir müssen die Getreuen wiederbeleben, ehe das Feuer sie erreicht. Welche Getreuen? Wo? Einverstanden. Haben wir geschafft. Ja, cool. Nice. Cool, 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 cool. Okay, wir müssen welche wiederbeleben. Leute, los. Ihr könnt alle mitbeleben helfen.
Los, 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 los. Vamonos! So, hier haben wir noch jemanden. Haben wir? Okay. Ihre Kraft. Sie ist selbst beinahe so stark wie eine Göttin. Ja, die ist nicht so gut untergegangen. Eure Entschlossenheit, die Unschuldigen zu beschützen, als eine Schwäche, die sie ausnutzen kann. Der Weg zu Balthasar führt über seine Heroldin. Wir dürfen die Verfolgung nicht aufgeben. Kommandeur, unsere Ziele decken sich. Ja. Der Orden der Schatten möchte mit euch zusammenarbeiten. Das ist sehr gut. Trefft mich am Makali-Außenposten, nördlich von hier. Ich kann euch helfen, die Spur der Heroldin von dort zu verfolgen. Mhm. Okay, wow. Wow, wow, wow. Okay. Ich würde sagen, für den Part machen wir aber Schluss. Es war sehr, sehr spannend. Wir haben wieder gegen die Heroldin gekämpft und gehen der Spur nach. Wir haben den Orden der Schatten, ne? Genau, Orden der Schatten. Der hat sich jetzt mit uns verbündet. Mega cool. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns nächsten Montag wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.